und herzlich willkommen zu einer neuen Kritik und zu der ersten für das neue Jahr. Gut, wir sind sicherlich nicht alle zu 100% auf dem Damm oder ausgenüchtert. Mir geht es an dieser Stelle genauso. Aber ich habe mir gedacht, wir können Neujahr doch mit einem richtig furiosen, grandiosen, einschläfernden Film einleiten. Und zwar mit Sleeping Car. Yeah! Ja, Sleeping Car ist so ein Film aus den 80ern, den muss man unbedingt gesehen haben. Mich hat der Film schon seit Ewigkeiten angesprochen, ich weiß aber nicht aus welchem Grund. Vielleicht lag es an den fantastischen Artworks, die verschiedenen Veröffentlichungen hatten. Und ja, als ich den Film gesehen habe, wusste ich allerdings nicht wirklich, was ich dort sehe. Ob ich dort nun eher eine locker, leichte Komödie sehe über einen 30-Plus-Mann, Jason, der nochmal anfängt, hier ein Journalismusstudium, der schon eine gescheiterte Ehe hinter sich hat und so weiter und so fort und dann natürlich eine neue Frau kennenlernt, Kim, oder ob ich hier wirklich einen Geisterhorrorfilm sehe. Der Film konnte sich in irgendeiner Art und Weise nicht entscheiden und so dümpelt er die meiste Zeit eigentlich nur einschläfernd vor sich hin. Und das, obwohl der Film doch einen richtig guten Cast hat und einmal David Norton, den kennt man sicherlich aus American Werewolf in London, aber aus seiner Karriere ist auch großartig nichts mehr geworden. Ich war überrascht, als ich sein Gesicht plötzlich vor meinen geistigen Augen sah, was allerdings schon mal ein Pluspunkt ist, denn ich mag den Typen. Der Typ verkörpert diesen Jason hier auch sehr sympathisch, 0815 mäßig, aber es hat auch wirklich gut dazu gepasst. Dann gibt es hier noch Kevin McCarthy, der einen Nachbarn spielt, der weiße Magie praktiziert, und zwar ein Vincent. Ich weiß nicht, ob das eine Anspielung ist hier auf Fright Night, dort hatten wir auch einen Vincent, Pater Vincent, wenn ich mich nicht entsinne. Und der versucht ihm natürlich zu helfen. Der Zuschauer weiß natürlich ganz am Anfang, wie der Hase eigentlich läuft, was eigentlich in diesem Schlafwaggon ist, sagen wir es nicht anders, es ist ein Geist, es ist ein sehr wütender älterer Herr, und zwar der Mister, der es gar nicht mag, vor allem er mag nicht die schnelle Liebe und er mag auch nicht, wenn irgendwelche Leute, Kollegen ihren Arbeitsplatz für Schäferstündchen missbrauchen, und das ist eigentlich nur der Aufhänger des Films. Das ist der Aufhänger des Films. Und in einer weiteren Rolle haben wir natürlich im Film noch Jeff Conaway. Der ist allerdings schon seit ein paar Jahren verstorben und in den letzten Jahren seines Lebens war er mehr dadurch bekannt geworden, dass er in irgendwelchen Rehab-Sendungen war, um quasi seine Schmerzmittelsucht, sagen wir es einfach mal so, zu bekämpfen. Der Gute saß eine ganze Weile dann eigentlich nur noch im Rollstuhl, war wirklich nur noch ein Wrack und sein Schauspiel tut auch sein Übriges und ist eigentlich fast genauso sympathisch, nur der Film dümpelt teilweise nur vor sich hin, er kommt eigentlich gar nicht richtig aus dem Potte, obwohl es einige richtig gut getrickste Sequenzen gibt mit dem sogenannten Mister, der übrigens hier auch noch von John Carl Büchler verkörpert wird. John Carl Büchler übrigens hat Regie bei Freitag der 13. Teil 7 geführt, aber auch unter anderem die Make-up-Effekte für den ersten Hatchet gemacht und auch in Hatchet 2 einen Gastauftritt gehabt. Und das macht er eigentlich richtig gut. Was man aber sagen muss, ist, dass der Film doch eher kein FSK 18-Kandidat mehr ist. Es ist ein reiner FSK 16-Film, der, ich weiß nicht, es waren drei oder vier blutigere Effekte. Das war es dann auch gewesen. Die bezogen sich alle quasi auf die Schlafcouch, auf der Jason schläft, was ich auch ein bisschen eigenartig war. Man kann die Leute ja auch auf andere kreative Art und Weise dahinschnetzeln, aber sei mal dahingestellt. Ja, insgesamt muss ich sagen, habe ich mich mit Sleeping Car regelrecht abgequält. Das mag einiges heißen. Der Film ist eine recht laue Mischung aus Highschool oder Studenten-Comedy und Geisterhorror. Weiß ich aber nicht wirklich zu entscheiden, welches Thema jetzt wichtiger ist. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass die Thematik mit dem sogenannten Mister eigentlich nur so am Rande vorkommt, nur so ein Aufhänger ist, damit wir es hier locker schaffen, dass der Film so über die 80 Minuten geht, und das war es auch gewesen. Das fand ich, war einfach ein bisschen zu wenig. Ich fand es an dieser Stelle zu schade. Der Film war schon recht atmosphärisch angehaucht, aber letzten Endes hat er überhaupt gar nichts gebracht. Er hat weder dem
der im einen Storypart was gebracht, noch dem anderen. Ja, und das Finale war dann natürlich die übliche, ja, wir treiben dich aus, Grütze und so und huah und so. Und ja, das fand ich dann doch ein bisschen schade, muss ich wirklich sagen. Und das zieht den Film letzten Endes in der Wertung ziemlich runter. Und daher ist The Sleeping Car für mich doch ein sehr unterdurchschnittlich comedy-mäßig angehauchter Geisterhorror, der von mir 4 von 10 Punkten bekommt. Zur VÖ von 84 kann ich nur so viel sagen, dass diese ja eine Bildqualität auf VHS-Niveau bietet. Was anderes hätte ich auch nicht erwartet, aber ich muss sagen, dass diese Veröffentlichung schon eigentlich viel zu gut für diesen Film ist, das Ganze in eine Hardbox zu stecken. Aber letzten Endes hat mich der Film dann doch zu großen Teilen gelangweilt und dann auch ziemlich enttäuscht, da er auch nicht wusste, was er letzten Endes wollte. Gut, das war meine diesmal etwas kleine, knappe, kompakte Kritik zu The Sleeping Car. Ich hoffe, es hat euch gefallen und genießt noch den ersten neuen Tag des neuen Jahres und noch viel Spaß beim Außenmischern. Ich werde das an dieser Stelle auch tun und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Chris.